gonna stay blue. It's probably the same reason that the sun is shining too, and all the birds are whistling tunes, singing out, shouting out. Here's a song. Nachkaufen wünschen, das Essen macht der Freund, oder wenn sie einen Riesen haben. Also das, was ich brauche, nehme ich mit. Und den Rest lasse ich da. Genau. Okay, alles klar. Im Verletzungsfall, und das ist mir ganz persönlich sehr, sehr wichtig, möchte ich unmittelbar informiert werden. Das heißt, der Olympiastützpunkt und die dort versorgten Athleten, also die anderen Athleten, die wir in den Nationalmannschaften zum Beispiel betreuen, verfügen alle über meine Handynummer. Das heißt, sie können mich Tag und Nacht anrufen im Verletzungs- oder Erkrankungsfall. Wir haben gesagt, okay, wir machen uns mal warm, schauen, wie es ist. Und beim Spielen, auch beim Einschlafen, und so hatte ich ein gutes Gefühl. Ich habe mich nicht so gefühlt, als wenn ich nichts hätte, aber eben auch nicht vollkommen instabil. Und bin gesprungen und habe Schläge gemacht wie sonst auch. Der Behandlungsprozess für den Verletzten oder Krankensportler sieht eine sehr engmaschige Überprüfung vor. Das heißt, wir verabreden sofort einen Wiedervorstellungstermin, der natürlich abhängig ist vom Schweregrad der Erkrankung oder Verletzung, aber auch da ganz kurzfristig und wirklich eng geführt. Wir wollen die Entwicklung intensivst begleiten, denn ein Aufschieben einer Behandlung hat noch nie zum Ziel geführt. Es ist zwar dumm jetzt mit dem Meniskus, aber immer noch, sagen wir mal, leichter zu gehen als jetzt zu Kreuzbandriss. Ja. Damit wäre ein Aus gewesen. Ja. Ja, wie wollen wir weiter vorgehen? Also ich denke mal, wir setzen ihn Montag in die Sprechstunde, danach direkt Anästhesie. Es gibt sehr nachvollziehbar natürlich auch den Wunsch des Athleten, einer empfohlenen Therapie der ersten Wahl nicht nachzukommen, weil es bedeuten würde, dass er meinetwegen einen Wettkampf nicht erleben wird, der dann für seine Karriere maßgeblich ist. Dort gilt es auch abzuwägen, ist das eine jetzt gesundheitsgefährdende Entscheidung, die der Athlet dort trifft, oder ist es eine, die man sozusagen auch mittragen kann? Nein, also alles sehr gut gelaufen, aber eigentlich wie besprochen, dass man eben dann doch nochmal in der Arthroskopie einen anderen Blick haben konnte, weil man das Bein in verschiedenen Winkeln sich auch angucken konnte und auch den Meniskus nochmal genau evaluieren konnte. Er ist schon ordentlich zerfasert gewesen. Man sah auch dieses Stückchen, was dann letztlich sich auch bewegt hat, sowohl hier außen als auch ein Stückchen weiter innen. Das ist alles entfernt worden. Wir haben selbstverständlich eine Expertenmeinung, die dann sagt, das ist das Beste für dich aus rein gesundheitlicher Sicht. Würde aber eine längere Ausfallszeit eben generieren. Es gibt dann eine Therapie der zweiten Wahl, die dich hinsichtlich eines eventuell eintretenden Folgerisikos belasten könnte, wir aber natürlich rascher wieder ein Training aufnehmen können. Wenn sich ein Athlet dann für einen solchen zweiten Weg entscheidet, ist das für mich völlig nachvollziehbar. Anders verhält es sich mit Erkrankungen, die höhere Risiken darstellen. Zum Beispiel Infektionserkrankungen, die eventuell eine Herzmuskelentzündung hervorrufen könnten. Dort muss ich dann auch ein ganz klares Nein aussprechen hinsichtlich der Aufnahme eines Trainings oder der Teilnahme an einem Wettkampf. Trotzdem entscheidet natürlich der Athlet als mündiger Bürger ja selber. Wir sind angehalten, ihn eben bestmöglich zu beraten, dass er gesund bleibt. Schauen wir mal, auf was für eine Station wir erstmal kommen. Hoffentlich mit Internet und Sky.